WordPress. Ich möchte einen Textlink setzen und ich hätte gerne einen Link auf eine PDF-Datei. Ich habe das schon mal vorbereitet auf diese Seite. Ich möchte, dass man hier, wenn man dann auf Kontakt klickt, sofort auch zur Kontaktseite kommt. Die besteht nämlich bereits. Und hier hätte ich gerne, wenn man dann auf Flyer klickt, dass der PDF-Flyer sich öffnet. Ich gehe mal auf Kontakt. Ich klicke hier drauf, doppelt, und ich setze einen Link hier bei der Kette. Natürlich, ich könnte hier bereits einen Link eintippen wie www.sbb oder so, aber ich will auf eine bestimmte Seite. Ich klicke hier auf das Zahnrad und könnte nun wiederum gerade die Webseite hier eintippen oder dann danach suchen. Angenommen, ich habe hier schon 100 Seiten, dann wäre das ja mühsam zu finden. Ich suche mal danach, habe ich da schon eine Seite, die Kontakt heißt. Und tatsächlich, da erscheint sie Kontakt. Natürlich geht das jetzt auch ziemlich schnell, denn ich habe gar nicht so viele. Ich habe hier die Seite Kontakt. Das heißt, jetzt saust nachher mit dem Link der Besucher auf die Kontaktseite. Link hinzufügen, aktualisieren und ich schaue mir das einmal an, Seite ansehen. Also wer hier auf Kontakt klickt, kommt zum gleichen Ort wie hier oben. Also Kontakt und es funktioniert. Ich bin bei Kontakt. Ja, okay, hier fehlt noch das Formular. Ich gehe zurück zum Angebot. Ich bearbeite nochmals das Angebot hier und ich möchte noch den Flyer zum Download anbieten. Bevor man dieses Angebot machen kann, muss der Flyer einmal in die Mediathek geladen werden. Ich habe hier die Mediathek, da ist noch weit und breit kein Flyer, aber ich habe hier bereits den Windows Explorer geöffnet. Ich habe hier den Flyer. Ich trage vom Windows Explorer diese PDF-Datei auf diese Mediengalerie, lasse die Maus wieder los und da ist der Flyer. Also der ist nun hochgeladen und jetzt, wenn der Flyer in der Mediathek ist, jetzt kann ich auch den Link setzen. Ich gehe nochmals auf Seiten, hier zu Angebot und kann nun hier den Link setzen. Ich mache einen Doppelklick und gehe wieder auf die Kette. Aufs Zahnrad. Tja, wo ist mein Flyer? Ich suche den mal. Flyer. Tja, da ist nichts. Ich würde das ganz anders machen. Machen Sie es so. Ich lösche sogar hier das Wort Flyer und ich möchte hier nachher einen Link einfügen. Und bevor ich den Flyer überhaupt hochgeladen habe, gehe ich hier oben zu Datei hinzufügen und ich würde erst jetzt, wenn die Galerie hier erscheint, diesen Flyer in die Galerie laden und dann, wenn der Flyer in der Galerie ist, auf den Flyer klicken, in die Seite einfügen, was erscheint. Hier erscheint bereits ein Link. Es heißt hier Flyer fertig, weil eben diese Datei so heißt. Ich lösche noch dieses fertig und nun steht nur noch Flyer hier und ich kann mal nachsehen, wie heißt denn der Link zu diesem Flyer und sehe, ja, das ist wirklich ein komplizierter Link. Da hätte ich lange gebraucht, bis ich den herausgefunden habe. Und jetzt hat es so einfach funktioniert. Hier noch diesen blauen Haken setzen und aktualisieren. Wenn ich jetzt auf Seite ansehen gehe, auf Flyer klicke, dann erscheint tatsächlich dieser Flyer. Das war's.